Frank, schön, dass du gekommen bist. Na? Gern. Auch Scuba Pro hat sich ja beteiligt an unserer Tombola anlässlich unserer Messe hier in Berlin, in Freiburg, in Hamburg. Ja. Na? Und ja, meine, wir haben schon ein paar Lose gezogen für verschiedene Produkte. Jetzt seid ihr dran. Welches Produkt hast du denn hier mitgebracht, was im Lostopf nachher ausgelost werden kann? Ja, wir haben das Sportdiver-Gehäuse von SeaLife mit in den Lostopf. Und dieses Gehäuse ist für Smartphones, also fast alle, egal ob Android oder iPhone. Ab iPhone 7 passt jedes iPhone rein mit einer kostenlosen App, wo das Handy über Bluetooth angesteuert wird und ich sämtliche Funktionen meines Handys unter Wasser benutzen kann. Wassertiefe ist bis 40 Meter und ich kann also ganz simpel und ganz einfach mein Handy in dieses Gehäuse packen, habe zwei verschiedene Leckalarms, was eben neu ist, weil manch einer sagt ja, mein teures Mobiltelefon mit unter Wasser nehmen. Ja, also bis 40 Meter wasserdicht und geprüft. Wir haben die Möglichkeit einmal über einen Leckalarm, das heißt, sollte Feuchtigkeit im Gehäuse sein, wird das Gehäuse uns warnen. Und zum Zweiten haben wir einen Vakuumalarm, das heißt, wir haben eine Pumpe mit dabei, womit ich einen Unterdruck im Gehäuse erzeuge, und sollte der sich verändern, warnt mich auch schon mein iPhone-Gehäuse oder mein Samsung-Gehäuse und sagt mir, jawohl, hier ist gerade Druckunterschied, schnell auftauchen. Ich glaube, ich kann vorher gar nicht ins Wasser gehen und bedienen, wenn dieser Unterdruck nicht gehalten wird. Genau, das muss ich alles vorher einstellen. Ich kann auch über die App, kann ich meinen Fokus einstellen, ich kann meinen Weißabgleich, ich kann also alles das, was ich mit einem guten Mobiltelefon machen kann, kann ich auch in dem Gehäuse machen. Ich kann problemlos zwischen Foto und Video hin und her schalten. Ich kann mir meine Bilder, meine Videos unter Wasser ansehen. Ich kann sie sogar schon löschen, wenn ich sage, ich habe zu wenig Speicher. Software ist online kostenlos erhältlich. Und damit ist jeder Mobilfunkbesitzer, jeder Mobiltelefonbesitzer einfach mal auch gleichzeitig Unterwasserfotograf und Unterwasserfilmer. Also auf der sicheren Seite in doppelter Hinsicht. Ja. Und wer natürlich dazu noch weitere Beratung oder auch Zubehör haben möchte, ist in unseren Shops gern willkommen. Wir haben unseren Mohammed unter anderem hier, der da gut zu beraten kann, der es auch selber schon benutzt hat. Ich würde mal sagen, spannen wir die Leute nicht länger auf die Folter und schreiten zur Tat. Ja, genau. Also damit ist hier auch alles unter notarieller Aufsicht. Nein, du bekommst das extra Produkt von euch. Ja. Oh nee, ich habe Brille. Okay. Dann nimm die Brille ab, mach die Augen zu. Genau, die Brille ab, und Augen zu. Wir gucken tiefer, tiefer. Jawohl. Also das heißt, ich bin jetzt Freiburg unten oder Hamburg. Das kann sein, so oder so. Wir haben vorher nochmal gemischt und guck mal, dass es nur ein Zettel ist. Wir haben den Zettel hier und ja, wir machen mal hier die Kontaktdaten weg. Die Nummer ist die 00-059. So, soll ich den Namen auch gleich sagen? Du darfst den Namen sagen. Martin Trautmann ist der Gewinner von einem SeaLife Sportdiver Unterwasserbau. Jawohl, also Martin oder auch Marlene, könnte auch sein, oder? Wir werden sehen. Wir haben die Kontaktdaten, E-Mail und Telefon und wir werden Herr oder Frau Trautmann benachrichtigen. Super, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Genau. Ja, also mal noch als Hinweis, auch iPhone, Sportdiver-Gehäuse haben wir noch bis Ende des Monats, bis 27. für unser Messeangebot zur Verfügung. Könnt ihr euch gerne melden in Hamburg, in Freiburg und natürlich oder in Berlin.